Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem Test. Heute im Test die China Böller D von Funke. Kategorie Schallerzeuger P1 und die NEM liegt bei 11,4 Gramm. Also echt richtig gut. Und ich bin sehr gespannt, ich muss ehrlich gestehen, auch früher B-Böller, außer welche, die halt irgendwie in so Sortimenten drin waren, was aber auch nur vereinzelt war, habe ich noch nicht viele in meinem Leben getestet. Und die von Funke sollen aber besonders gut sein. Ich hole jetzt einfach hier mal einen raus, dann schauen wir uns den mal an. Natürlich wie gewohnt Funke Old School, nicht mit grüner Visco, sondern noch sehr schön mit grauer Lunte, so wie es früher war. Und wir haben hier 1,9 Gramm pro Böller NEM und das sieht einfach geil aus. Und ganz ehrlich Leute, für einen B-Böller, gebt euch mal diese Wandung bitte. Abnormal krank, wie geil die gewickelt sind. Sind nicht hart, sind echt weich, lässt sich super zerdrücken hier. Aber ich denke, der Knall wird absolut geil sein, wenn sie dann auch noch ein bisschen schnipseln mit grauer Lunte. Was will man mehr? Ich denke, meine Meinung, oder was ich jetzt zumindest im Vorfeld so vermute, kommen sie an den D-Böller von Funke nicht dran, aber ich denke, sie sind schon sehr, sehr gut. Was ich von vielen Pyros schon gehört habe, dass es aber im Vergleich zu D-Böllern und so weiter, da hier ja auch 6 Stück im Päckchen drin sind, preiswerter ist auf jeden Fall als die D-Böller. Also man kriegt hier mehr preis-leistungstechnisch. Ich bin sehr gespannt und hätte gesagt, wir legen sofort los, zünden einfach mal ein paar. Auf geht's! Funke B-Böller, ich bin sehr, sehr gespannt. Ausgegangen, sehe ich von hier aus. Okay, Funke, was da los? Also, dass der Ausgang ist, das war mein Fehler, das ist klar, das kann passieren. Okay, der hat dann aber eine Ansage gemacht. Alter, für B-Böller, heftig. Der ist wieder ausgegangen. Ich werf dich zu Schwung voll. Also auf jeden Fall sehr, sehr gute Teile. Gut, das liegt jetzt an mir, am Werfen und am Regen, dass da jetzt 2 Stück nicht eingegangen sind. Aber an sich super Teile.